Also wenn mich ein Mann erst ins Schneiders zum Essen einladen und mir dann noch die ganze Zeit Komplimente machen würde, dann würde ich auch denken, dass er was von mir will. Frau Schumann ist wirklich eine tolle Frau. Gar keine Frage. Sie ist sowas wie eine gute Freundin. Aber mehr eben auch nicht. Ja, ich dachte, wir machen uns vielleicht einen schönen Fernsehabend. Sie wollen doch auch das Spiel gucken, oder? Mann, Mann, Mann. Die Kölner, die spielen das über Raumdeckung. Es ist viel intelligenter, viel schöner. Sehen Sie, wie die im Mittelfeld ruschieren? Das ist toll. Ja, und sie haben ja... Tor! Oh, muss ich angehen. Ja, Wolf? Ja? Okay, ich komme sofort. Notfall, ich muss mal an Forst. Tut mir leid. Los. Na bitte, geh doch. Mann, geh ran, geh ran! Yeah! Oh no. Und jetzt erzähl, was ist passiert? Vater hat sich tot an Lebensmittelvergiftung zugezogen. Er war zu geschwächt von den ganzen Entbehrungen und er ist an der Vergiftung gestorben. Ich habe ihn auf der Insel begraben. Entschuldigung, ich bitte. Was soll's, Hagen vorhin da stand, da dachte ich wirklich für einen Augenblick. Also ich habe wirklich einen Moment gedacht, dass Papa noch lebt und dann... Ich weiß, Becky. Wie geht's jetzt weiter? Mit Dana? Ich habe keine Ahnung. Sie hat dich nie aufgegeben. Hat sich mit der Familie überworfen, als wir dich für tot erklären lassen wollten. Wir sollten Hagens Rückkehr als... ja, als ein Zeichen begreifen. Zeichen für was? Dafür, dass die Dinge jetzt wieder in Ordnung kommen. Das ist nicht mehr der Hagen, der vor einem Jahr gegangen ist. Ich hab's gemerkt, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Ach, du hast allein mit ihm geredet? Ja. Irgendetwas quält ihn. Er hat was vor, Sebastian. Ich spür's. Und was? Ich weiß es noch nicht. Ich will nur, dass du vorsichtig bist, okay? Wenn du Erfolg haben willst mit dem, was du vorhast, solltest du ein Auge auf Tanja haben. Sie wird dich angreifen. Davon solltest du ausgehen. Ja. Aber ich habe die Insel überlebt. Ich denke, ich werde auch mit Tanja zurechtkommen.